Ho, ho, ho! Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go! Und heute haben wir wieder etwas vorbereitet, denn heute ist der zweite Weihnachtsfeiertag. Wenn mich nicht alles täuscht und ich das alles richtig hier organisiere, müsste gestern die Raid am Mittwoch Weihnachtsfolge gekommen sein. Am 24. die Special Christmas Shiny Kaumalat Folge. Und heute gibt es natürlich wieder eine kleine Spezialfolge, passend zu Weihnachten. Habe ich mir was ausgedacht, eine kleine Sache für zwischendurch. Ich habe es ja schon in der Raid-Tour angekündigt, nachdem Ho-Oh schon wieder da war, Ho-Ho-Oh und Lugia, wollen wir mal ein Shiny Lugia maxen und ein Shiny Ho-Oh maxen, aber nicht nur irgendeins, sondern am besten ein Lucky Shiny Ho-Oh und ein Lucky Shiny Lugia. Lugia habe ich noch kein einziges gemaxt. Da könnte man theoretisch auch ein normales maxen, das höchste normale, was ich habe. Und Ho-Oh habe ich ein 98er gemaxt. Vielleicht machen wir da auch noch gleich eins mit. Wir schauen aber mal rein in den Beutel, was ich überhaupt da habe von Lugia und Ho-Oh. Wir gucken zuerst mal auf Ho-Oh. So. Ho-Oh. Und gucken mal von unten durch, wie gut die Werte sind, was alles so dabei ist. Ihr habt jetzt zum Beispiel einen Shiny aus Straufhain. Ihr seht, mir geht es ja immer darum, dass wenigstens der Angriffswert auf 15 ist. Ist hier leider nicht, das ist das Schlechteste. Das ist auch nicht so gut, aber auch ein Shiny. Noch ein Shiny, auch mit nur mäßigen Werten. Oh, jetzt habe ich schon wieder die Bewertung weggemacht. Dann gehen wir weiter. Ein normales natürlich. Hier eins mit 15, aber bei KP. Das reicht mir noch lange nicht. Wieder ein normales, nochmal ein normales. Jetzt haben wir 15 Angriff. Aber der Rest ist richtig mies. Da wird es schon besser, aber keine 15. Wieder 15 Angriff. Aber der Rest reicht mir immer noch nicht. Jetzt haben wir ein Shiny Lucky Ho-Oh mit, was ist das? Keine Ahnung, 93%. Denn da fehlen 3 Punkte. Wenn ein Punkt fehlt, ist es ja eigentlich ein 98er. Wenn 2 Punkte fehlen, ein 96er, da fehlen 3 Punkte. Das könnte also ein 93er sein, hat aber keine 15 Angriff. Was haben wir noch, was besser ist? Wir haben hier noch ein 96er. Das ist eindeutig ein 96er, aber auch keine 15 Angriff. Hier haben wir auch ein 96er. Da sind die Werte aber anders verteilt, obwohl das beides 94 hat. Hier haben wir 15-15. Das ist auch ein 96er, also so viele 96er, hier noch ein 98er, aber auch keine 15 Angriff und ein 98er, leider auch mit 14 Angriff und noch ein 96er mit 15 Angriff, also ein 98er mit 15, 14, 15, immer noch zum Abschluss, es hört ja gar nicht mehr auf. Und das müsste, genau das ist das Gemaxte, was ich habe auf 3855. 10.12.2017, das ist schon 2 Jahre her, wie ihr seht. Das ist also interessant, da haben wir einige am Start. Jetzt könnten wir natürlich hier das zweite noch maxen und vielleicht noch hier das Shiny Ho-Oh maxen. Aber wir haben gar nicht so viel Bonbons, sehe ich gerade. Also würde ich wahrscheinlich einfach nur das Shiny, das höchste Shiny maxen. Das ist nämlich das. Und wenn ich irgendwann mal wieder Bonbons habe, würde ich eigentlich das 98er auch noch maxen. Ich nutze aber Ho-Oh eigentlich recht selten, weshalb es eigentlich egal ist, ob ich jetzt das 98er max. Für den Blickfang würde ich also trotzdem das Shiny maxen. Wir gucken mal, wie weit wir kommen, wie viel wir dann noch brauchen und knüppeln einfach mal wild drauf los. Sonderbonbons müsste ich ja auch noch ein paar haben. 146, das sieht gut aus. Wir züchten jetzt uns ein schönes, dickes, fettes Lucky Ho-Oh als Shiny heran. Wir geben auch mal den ersten Push. 54 WP bekommen das hinzu. Das sieht schon mal genial aus. Da hauen wir nochmal drauf, nochmal 55 WP. Wir pushen ein bisschen und melden uns zurück, wenn wir nur noch zwei Pushs benötigen. So, da sind wir wieder zurück. Wir werden nochmal ein paar Bonbons umwandeln, dass wir genau 30 Stück haben. 26 wandeln wir um, dann haben wir 30 Bonbons und können die letzten zwei Pushs durchführen. 2x15 Bonbons, 2x27 WP, denke ich mal.
Die 3800 wird es noch knacken. 3825, ein gemaxtes Level 40er Shiny Lucky Ho-Oh. Das sieht doch schon mal richtig fett aus. Ho-Oh finde ich auch irgendwie als Shiny viel genialer als jetzt das Lugia. Aber zu Lugia kommen wir jetzt. Ihr seht, das hat voll die schlechten Werte, aber gerade mal 30 WP Unterschied zu dem 98er. Wir gucken uns noch Lugia an. Da gehen wir wieder von dem schlechtesten bis zum besten oben durch. Und hier haben wir viel mehr Shinies, wie ihr seht. Aber wir scrollen einfach fix durch. Die sind alle nicht der Rede wert. 1995, lustige Zahl auf jeden Fall. 2051, da war eins mit 15 Angriff. Da wieder das nächste Shiny, nächste Shiny hier. Manche würde ich natürlich auch abgeben. Da habe ich auch ein Pünktchen dran gemacht. Das auch zum Beispiel wieder 15 Angriff, 15 Angriff. Dann nimmt es schon zu. Alles, was ab 21 war, sollte ja gut sein. Haben wir aus den Folgen gelernt. Ihr seht hier ein Shiny mit über 21 mit einem Punkt zum Abgeben. Hier ein 93er, ein 96er. Wie gesagt, ich habe noch kein einziges Lugia gemaxt. Ein 96er wäre natürlich richtig genial. Und das hier ist das Beste, das Höchste. Und zwar auch das höchste Shiny. Und das beste Shiny vielleicht nicht. Ich muss mal kurz schauen. Bei den oberen. Hier haben wir ein Shiny mit 21,2. Dem fehlen 4 Punkte. Und zwar bei Verteidigung. Und dem ersten fehlen 2, 3, auch 4 Punkte, aber verteilt. Jetzt ist das natürlich doof, weil das Shiny hat 15 Angriff, was mir ja eigentlich wichtig ist. Normalerweise müsste ich das hochziehen, weil das sinnvoller ist mit 15 Angriff. Aber wir wollten ja Shiny Luckys hochziehen, 2 Stück. Deswegen werden wir einfach das Shiny Lucky Lugia hochziehen. Beginnen gleich mal damit. Da muss ich wenigstens keine Bonbons reinstecken, denn da sind noch reichlich genug da. 473, aber da habe ich auch noch keins hochgezogen. Deswegen sind noch etliche da. Beim Ho-Oh eben schon eins hochgezogen und da war meiner Meinung nach Ho-Oh war sowieso seltener da als Lugia. Lugia glaube ich einmal mehr als Ho-Oh. Ihr seht 53 WP bekommt es hinzu. Wir pushen das jetzt und melden uns wieder zurück, wenn nur noch 2 Pushs ausstehen. So, da sind wir wieder zurück. 2 Pushs stehen noch aus. 5000 Staub statt 10.000 Staub. 2x15 Bonbons. 27 kriegt es hinzu, genauso wie das Ho-Oh. Der letzte Push auf 3668 und das, obwohl die IV eigentlich richtig schlecht waren. Das also mein allererstes gemaxtes Lugia. Und ich glaube, weil wir immer noch Bonbons übrig haben und ich bisher noch kein normales Lugia gemaxt habe, werden wir das 96er auch einfach noch maxen, denn das hat ja relativ gute Werte, das hat auch 15 Angriff, auch 15 KP. Bei Verteidigung fehlen eben 2, aber trotzdem, das habe ich schon ewig, schleppe ich schon ewig mit rum. Das werde ich auch noch maxen, Bonbons sind ja noch da, müssten reichen, wenn nicht, habe ich ja noch ein paar Sonderbonbons. Ich glaube 248 braucht man ja, von Level 20 auf Level 40, deswegen werden wir jetzt hier einen Push geben. Beim Xmas Special Push Video, den Shiny Lecci Luckys. Jetzt habe ich gar nicht hingeguckt. 52 WP pro Push. Das ist richtig krass. Wir machen weiter. 2 HP hat es auch dazu bekommen, also KP. Melden uns zurück, wenn nur noch 2 Pushs ausstehen. So, jetzt sind wir auch hier zurück. 41 Sonderbonbons haben wir noch. 30 Stück brauchen wir für die letzten 2 Pushes. 19 Stück wandeln wir nochmal um. Bam, jetzt haben wir 30 Stück. Und 10.000 kostet es natürlich, ist ja kein Lucky. Wir geben die letzten 2 Pushes auf das Pokémon. 3.665 und mit dem letzten erreicht es 3.691. Was denkt ihr, wenn ein... Würde ein 100%iges die 3700 knacken? Ja oder nein? Schreibt es mal in die Kommentare. Ihr könnt das natürlich einfach googeln. Oder ihr wisst das, weil ihr einen 100er habt. Ich glaube nicht. Obwohl, das wäre natürlich mega krass. Dann brauche ich nämlich einen 100er. Muss das noch maxen jetzt, wo ich keine Sonderbonbons mehr habe. Und keine Lugia-Bonbons.
Wir gucken uns das nochmal an. 3691 zu 3668. Jetzt haben wir also ein Shiny gemaxt und ein normales gemaxt. Und beim Ho-Oh auch ein normales und ein Shiny gemaxt. Was will man mehr? Ja, habt ihr auch schon ein Lugia gemaxt? Habt ihr ein Ho-Oh gemaxt? Schreibt es mal in die Kommentare. Und was ist euer bestes Lugia und euer bestes Ho-Oh? Das war's eigentlich von meiner Seite aus. Ein kleines X-Mess Special Push Video eben nach dem Raid-Wochenende mit Lugia und mit Ho-Oh. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf das nächste Raid-Wochenende, wenn es mal wieder eins gibt. Mit einem ultra krassen, legendären Shiny-Pokémon. Aber bitte nicht irgendwelche Gurken. Deswegen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ho, ho, ho.